Herzlich willkommen auf der Betriebsgemeinschaft der MPM GmbH und Co. KG. Wir befinden uns hier in Höfer im Landkreis Celle am Rande der Lüneburger Heide. Wir sind Familie Matthias und bewirtschaften das Unternehmen zusammen mit Fremdarbeitskräften. Wir halten hier 83 Milchkühe plus die weibliche Nachzucht und bewirtschaften etwa 460 Hektar. Wir melken hier ca. 13.000 Liter Milch pro Kuh im Jahr. Für uns ist das eine Sache der Nachhaltigkeit, dass wir eigenes Futter verfüttern. Wir nehmen eigenes Getreide, wir dreschen eigenen Mais, trocknen den selber, um möglichst wenig Futter zukaufen zu müssen. Bei der Zucht sind uns ausgewogene Kühe mit gutem Exterieur und auch guter Leistung wichtig. Und deswegen halten wir auch relativ viel eigene Nachzucht. Wir sind der Meinung, dass die Kälber die zukünftigen Milchkühe sind. Und deswegen brauchen die auch besonders viel Fürsorge und Pflege. Sie kriegen so viel Milch, wie sie möchten. Und bei uns werden die Kälber immer alle mit Decken ausgestattet, wenn es kälter wird, damit sie ihre Energie nicht in Erhaltung der Wärme stecken müssen, sondern das Wachstum von sich selber stecken können, damit sie gute Milchkühe werden. Zu unserem Betrieb gehört auch eine Biogasanlage. Wir produzieren 500 kW elektrisch, zu 80% aus Gülle und Mist. Die Nährstoffe nutzen wir wieder auf dem Acker und auf dem Grünland. Wir heizen 13 Häuser, das ist Freibad und Sport- und Schützenheim. Das ist für uns eben eine Kreislaufwirtschaft. Ja, hier dran sieht man, dass sich unsere Bemühungen auszahlen. Unser Ziel ist eben, alte, langlebige Kühe zu züchten und bemühen uns eben über Kuhkomfort, ihnen das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Warum wir beim Milchlandpreis mitgemacht haben, um uns einfach öffentlich darzustellen. Wir haben nichts zu verstecken und möchten das halt auch gerne nach außen hin tragen.